Die Patricia kummert daheim zu Millenbach. Am Scrabble spielen mit dem Vater, statt irgendwo auf dem Schnee zu trainieren. Das Programm von einer Snowboarderin ist das letzte bisschen durcheinander gewirbelt zu kommen. Deswegen ergibt ein neuer Schneefall im Trainingsgebiet. Sowieso ist in den letzten Wochen vor dem Start in die Weltcup-Saison immer Flexibilität gefragt. November, Anfang Dezember, das sind immer so kurzfristige Geschichten. Je nach Wetter- und Schneeverhältnis. Man will ja nicht mehr auf den Gletscher gehen, weil die Gletscherverhältnisse sind ganz anders als Kunstschnee oder Neuschneeverhältnis. Und da müssen wir aber immer ein bisschen schauen, wie man es am besten macht. Und so legt die Patricia Kummer in der Erholungswoche früher als vorgesehen ein. Und die ist sogar sehr willkommen. Fast 40 Schneetage hat die Patricia Kummer seit Ende Mai in den Beinen. Dazu kommen Konditions- und Krafttraining, private Verpflichtungen, Sponsorentermine und. Das geht mit der Zeit an die Substanz. Umso wichtiger sind da die Momente mit der Familie. Die richtige Balance zu finden zwischen Belastung und Erholung, das ist euch eine routinierte Athletin immer wieder eine Herausforderung. Ein Blick zurück auf die letzten Monate gibt der dreifach Gesamtweltcup-Siegerin aber die Gewissheit, im sportlichen Fahrplan zu sein. Ich habe im Frühling leider nicht so viel Zeit zum Testen und ich bin jetzt aber recht weit gekommen mit den Tests. Ich konnte zwischendurch immer wieder sagen, okay, jetzt mache ich heute nur eine technische Einheit auf dem Schnee. Und dadurch konnte ich wirklich gut vorwärts kommen und auch mit Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer läuft gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Neben der Zusammenarbeit mit dem Trainer Richard Pickel ist die Patricia Kummer seit diesem Sommer in einem internationalen Privatteam dabei. Eine Anpassung gibt es auch für die Materialseite. Ihr Snowboard ist jetzt neu 185 statt 180 cm lang. Die Länge des Bretts macht eigentlich das Brett nur riebiger. Aber an und für sich würde das nicht einen grossen Unterschied zu machen, ausser dass es eben weniger tut, also dass es mehr Schläge absorbieren. Was den grossen Unterschied eigentlich macht, sind immer die Radien. Wenn ich einen grösseren Radius fahren kann, bin ich natürlich einfach schneller. Und das Brett hat eben auch einen mehr Radius und ist euch ein bisschen härter, was es euch wieder riebiger macht. Kurz gesagt geht es im Materialbereich immer darum, die richtige Mischung und die passenden Kompromisse zu finden. Das Material ist dann nur ein Steinchen, das uns ganz am passen für einen erfolgreichen Winter. Ein Haufen Leute erhoffen sich von der Gummer im Februar eine weitere olympische Medaille. Diesmal Südkorea. Für die Patricia Kummer ist das noch ganz weit weg. Ihre Gedanken gelten um hier und jetzt.